Willkommen zurück, meine Freunde, zur nächsten Folge von Dishonored. In der letzten Folge haben wir das blutfliegenverseuchte Haus durchquert, eigentlich alle Blutfliegen ausgeschaltet und auch den Nestwächter, den Schlüssel für den Schwarzmarkt an uns gebracht. Und genau dort befinden wir uns jetzt, wenn ich hier nochmal durchgucke. Dort ist ja der Schwarzmarkthändler. Ich bin hier einfach schon mal offline hingegangen, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen. Und ja, speichere direkt mal, weil ich gucken möchte, ob wir hier jetzt einfach wirklich reinschleichen können, um seine Ausrüstung, ich sage mal, unentgeltlich an uns zu bringen. Das wäre ja schön, denn haben ist bekanntlich besser als brauchen. Ist vielleicht moralisch fragwürdig, aber hey, wir haben ja auch eine... Oh, Errungenschaft freigeschaltet, Schwarzmarkträuber. Wir haben ja auch eine wichtige Mission, Rettung des Kaiserreichs und der Kaiserin und so. Da wird der das doch sicherlich verstehen. Denke ich mal. Danach können wir selbstverständlich auch nochmal gucken, ob wir nicht was von ihm kaufen können. Vielleicht noch ein paar Narkomin oder vielleicht können wir noch ein paar Upgrades fahren. Mal sehen. Oh, hier ist nichts. Noch ein bisschen Walöl, Kupfer, Draht. Außerdem, was soll er machen? Sich an die Wache wenden, dass er im Schwarzmarkt beklaut wurde? Ich denke nicht. So. Die Neuigkeiten sind wohl nicht so gut. Die sollten es wie ich machen. Einfach nicht lesen. Genau. Und am besten auch einfach nichts hören. Ups. Jetzt habe ich den Schlüssel zweimal. Da sollte ich vielleicht nicht drauf drücken. Dann geht diese Registerkasse nämlich auf. So leicht lasse ich mich hier nicht verarschen. Ich glaube, das war's hier erstmal. Das tue ich natürlich so, als wäre nichts gewesen. Schwupp. Gehe hier durch das Fenster. Lauf zu dem Kollegen. Gesicht. Ihr Geschmack gefällt mir. Danke sehr. Sehr freundlich. Dann wollen wir doch mal gucken, was hast du denn an Ausrüstung? Nachdem ich die jetzt beklaut habe, kann ich dir auch mal so vielleicht ein bisschen Geld geben. Narkomin. Sie werden es nicht bereuen. Nehmen wir mal mit. Sind zum Betäuben von Gegnern, nicht zum Töten. Daher können wir die gut gebrauchen. Und dann können wir nochmal gucken. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Ein Bolzen, der Gegner nach kurzer Zeit in Schlaf setzt. Ah, okay, gibt es nicht zu verbessern. Brandbolzen auf dem Schwarzmarkt können nun Bolzen gekauft werden, die Gegner in Brand setzen. Na, nee, nicht unbedingt. Nachladegeschwindigkeit, erhöhte Bolzenreichweite, Armbrustpräzision ist natürlich mal ganz nett. Das nehmen wir uns mal mit. Erhöhte Bolzenreichweite auch. Perfekt. Nachladegeschwindigkeit. Ach komm, was kostet die Welt? Ich nehme die Hälfte. Achso, nee, nochmal da rein, denn wir können hier oben noch den Reiter durch. Pistole interessiert uns hier in diesem Spielstil nicht so. Springminenkapazität auch nicht. Aber wir könnten eine verbesserte Linsenoptik mitnehmen. So. In den meisten Spielen tendiere ich dazu, das ganze Geld zu horten und denke mir mal, ja, heb's dir mal lieber auf. Ich meine, wer kennt das nicht, ne? Heb's dir mal lieber auf, du brauchst es bestimmt bald noch. Nein, gib's jetzt nicht dafür aus. Heb's dir lieber auf. Am Ende vom Spiel hat man's, ja. Oh, jede Nachkommune funktioniert ein weiteres Mal. Und am Ende vom Spiel hat man so gut wie nichts ausgegeben, sich nichts gekauft und steht dann da und denkt sich, ja, was soll ich jetzt machen? So. Wunderbar. Jetzt kann ich auch überfallen werden. Kommen ich habe noch 16 Münzen. Wieder, wenn ich dann noch hier bin. Ja, und leg dir mal ein neues Schloss zu. So. Jetzt sind wir frisch aufgestockt. Nehmen nochmal einen letzten Blick auf den Hafen hier. Weil hier kann man jetzt sehen, hier läuft das jetzt gut mit der Performance. Allerdings teilweise an anderen Stellen ist es halt auch immer noch genauso kacke. Naja. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Hier wieder rein. So. Und werden jetzt weitergehen Richtung Büro der Aufseher. Denn dort wartet ja noch eine Leiche auf uns. Schwupp. Hier und da. Und dort sind wir auch. Mache ich hier mal auf. Zoomstärke ändern. Ah, jetzt kann man nämlich auch näher reinzoomen. Das ist natürlich cool. Einmal hier gespeichert. Und noch einmal unter einem festen Speicherplatz, einem neuen. Und dann wollen wir doch mal gucken, was uns jetzt erwartet.
Kanalplatz. Zum Edamai-Institut begeben, überwinde die Lichtwand. Ja, das haben wir gemacht. So, was ist denn das da hinten? Korruption reicht tief, gar grenzenlos. Der Orden ist im Krieg, um eure ewige Seele zu retten. Verbünden wir uns gegen die Geister des Unbekannten. Hütet euch vor den Agenten des Outsiders. Hört mich an und rettet euch. Diese silberne Pfeife, die ich rufe alle Gläubigen unter euch auf. Strom von eure Loyalität sollte zuallererst eurer Familie. Irgendwer hat mich, glaube ich, gerade gesehen. Nochmal speichern. Ja. Ich erinnere mich auch gerade, ich habe ja gesagt, oho, wir könnten hier noch eine Kraft freischalten, nämlich diese Sicht. Wir haben noch zwei Ruhen. Sehe Lebewesen durch Wände. Das ist doch relativ praktisch. Mal sehen, Tutorial anzeigen. Nachtsicht, drücke rechte Maustaste, um Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch zu sehen. Macht auch deine eigenen Geräusche sichtbar. Ein gleichmäßiges Pulsieren zeigt dir die Ausrichtungen und Sichtfelder deiner Gegner an. Du kannst sie auf diese Weise sogar durch Wände hindurch sehen und so wichtige Informationen erlangen, um aus dem Hinterhalt anzugreifen oder durch ein Gebiet zu schleichen. Darüber hinaus werden selbst verursachte Geräusche sichtbar gemacht, was dir hilft, heimlich vorzugehen und zu erfassen, was Gegner wahrnehmen. Mit der Verbesserung dieser Kraft verändert sich zum Teil ihre grundlegende Funktionsweise. Verbesserte Nachtsicht. Du erkennst Objekte und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch. Vorahnung. Zeigt feindliche Routen und ihr aktuelles Ziel an. Das ist natürlich praktisch. Dann würde ich sagen, nehmen wir diese Kraft einfach mal direkt mit. Und einfach rechtsklicken, ohne Waffen ausgerüstet zu haben. Oder wie? Es gibt hier mehr Korruption. Leid. Die muss ich wahrscheinlich so als Fähigkeit hier auswählen, ne? Wo ist es? Da. Na klar, finde ich auch Gutes. Aha, aha. Ach, das zündet ja einfach nur einmal und dann kann... Ah, okay, gut. Ja, da wissen wir Bescheid. Ich hätte aber gern gehört, was die Leute da sagen. Aber vorher sollte ich mich vielleicht hier einfach wirklich mal umgucken. Ja. Wer hat mich denn gesehen? Einer von denen da unten? Nach Dunwall. Na, war ich gerade, ist nicht so gut da. Ja. Jetzt ist die Frage, wie kommt man am besten ungesehen oder fast ungesehen, unbemerkt weiter? Oh, was ist denn da? Ist das das Gebäude, in dem wir schon waren? Oder können wir uns dahin teleportieren? Ne, da waren wir. Da müssten wir noch irgendwie hinkommen können. So, aber vielleicht können wir von hier diesem Gespräch lauschen. Ich meine, hier sehe ich mich ja selber kaum. Erhalten, wie es unsere Pflicht ist. Und bewahren euch vor ewigem Schmerz und Leid. Denn nicht einer von uns soll in der endlosen Finsternis wandeln müssen. Okay. Ich habe genug von diesem ganzen Traum. Gutes Leben im Einklang mit den sieben Geboten ist das Ende der Existenz. Aha. Der Frieden des Nicht. Ja, was auch immer du von den Leuten möchtest, ist es mir egal. Irgend so ein Fanatiker-Gebrabbel. Da gucke ich doch mal lieber, was sagt denn mein gutes Herz. 72 Meter, 57 Meter, 52 Meter. Oh, der trägt einen Knochen, der trägt eine Rune? Moment. 50 Meter, die liegen da auf dem Tisch, okay. Vertraut dem Orden, meine Freunde. Vertraut dem Orden. Ja, bist du fertig? Kanaka ist in großer... Ja, der hat anscheinend ein Gedicht geschrieben. So. Dort war die Lichtwand, die haben wir ausgeschaltet. Vielleicht kann ich mich ja da drauf teleportieren. Und dann mal gucken, ob ich da in dieses Haus hochkomme. So, hier sind wir schon mal. Jetzt warte ich, bis Mana sich aufgeladen hat. Hat es. So.
Oh! Upsi! Das war so nicht ganz geplant. Einmal hier drauf. Ich würde gerne dort hoch. Geht das? Ja, komm. Kann ich da hoch? Nein, das ist verdammt. Das ist anscheinend zu hoch. Das ist nicht so schön. Das scheint jetzt auch hier gerade nicht die ideale Position zu sein. Hier möchte ich mich, glaube ich, nicht befinden. Ich versuche mal wieder hochzukommen, unbemerkt. Oh, oder so. Jetzt dürfte ich dabei hochkommen. Jawohl. Wir sagten, dass der Frosch keine Locken hat. Jetzt sind wir hier oben drin. Eine Banane, die kann ich gebrauchen. Ich bin ein bisschen gefallen. Und ansonsten einfach nur ein leichter Beutel mit 10 Münzen. Ah, okay. So hätte man die Lichtwand anscheinend auch überbrücken können, ja? Wo komme ich denn hier hin? Ach so, okay, ja. Hier waren ja die Wachen auf dem Stuhl. Hier wurde die Person in die Lichtwand geschoben. Okay. Weiß ich, wo ich bin. Aber viel zu holen gab es hier nicht. Noch eine Kartoffel in so einem Koffer. Lecker. Wer kennt sie nicht, die gute Kofferkartoffel? So, Überblick verschaffen. Von da bin ich gekommen. Kann ich da lang vielleicht irgendwo? Erstmal gucken, wo die Wachen langlaufen. Dort steht eine. Und die Typen hängen da ab. Die werden auch nirgendwo mehr hingehen. Da ist eine Zivilistin. Den Kuss vergessen. Da steht eine Wache. Haben wir noch? Da kommt eine Wache. Die läuft da Patrouille. Okay. Die können wir vielleicht abfangen, wenn wir da hinten sind. Die scheint auch nicht weiterzugehen. Dort stehen diese Sektenspinner. Dann werde ich mal die Teleportationsfähigkeit benutzen. Verdammt! Ich habe gedacht, es geht da hoch. So, aber jetzt. Alles klar. Jetzt sind wir schon mal eine Etage tiefer. Und dort ist auch die Wache, zu der wir wollen. Oh, verdammt, da ist noch eine. Kann uns hier jetzt eigentlich Nachtsicht helfen? Siehe Gegner durch Wände. Da habe ich gerade was gesehen, oder? So, da sehe ich jetzt was durch Wände. Okay. Ich dachte schon, ich höre Blut fliegen. Ah, und da haben wir jetzt auch diesen Sichtbereich gesehen. Und so scannt das immer wieder. Das ist natürlich ganz cool. Der geht jetzt da lang. Das heißt, das sollte unsere Chance sein. Diesem Typen da. Mehr Gardisten. Besser aus dem Weg gehen. Ups. Den nehme ich mal mit. Ja, übernimm du mal eine Doppelschicht. So, okay, den versuche ich jetzt einfach mal hier hinzupacken. Ich hoffe, der wird hier nicht so gefunden. Aber im Allgemeinen ist einem aus dem Weg gehen doch sicherlich allen Ausschalten vorzuziehen. Da die Wachen ja auch darauf reagieren, wenn auf einmal keine Leute mehr da sind. So, aktivieren wir das doch gleich nochmal. Da sind, was ist irgendwas drin, ne? Hier stinkt doch was. Hä? Ist euch das nicht so, ist hier keine Wache. Fu, fu, fu. Vielleicht kann ich mich hier hinter verstecken. Ja. Okay, der ist jetzt anscheinend wieder auf seiner normalen Route. Das war knapp. Das war echt knapp. Oder schaut er sich jetzt eher um? Äh,
Der hat sein Schwert gezogen. Nein, der ist noch ziemlich heiß auf uns. Der will uns nicht, Jungs. Der hat noch nicht genug von uns. Können wir ihn hier sehen? Ja, da. Los, ich hab keine Zeit für Spielchen. Ja, dann verpiss dich doch einfach wieder. Was sollen deine Vorgesetzten denn denken, wenn du hier einfach von deiner Patrouillenroute abweist, um hier hart abzuchillen? Ja, der steht da immer noch. Aber er hat uns immerhin nicht gesehen. Aber bemerkt, dass die Wache fehlt, dieses Schwein. So, was ist denn? Komm mal mit. Ich möchte mit dir reden. Ich zeig dir, wo die Wache ist, die hier war. Du bist doch so neugierig und ich bin Kamerad wie Sau. Ich zeig dir, wo die Wache ist, der dieses Schwert gehörte. Die liegt nämlich hier in dieser Ecke. So. Jetzt wisst ihr beide Bescheid. Oh, wenn das euer Vorgesetzter sieht. Während des Dienstes einfach schlafen. So, fühle ich mich doch schon gleich besser. Die Wache könnte ich theoretisch auch ausschalten. Praktisch will ich mal gucken, ob ich einfach dran vorbeikomme. Da ist doch ein Balkon. Ja, die lasse ich da mal schön drinne. Die lasse ich nicht frei. Die Blutfliegen. Einfach Granaten hier am rumliegen. DM51. Okay. Das heißt, Teleportationsfähigkeit. Da hoch. So. Ach, jetzt fühle ich mich doch schon besser. Zwei Wachen weniger. Und hier in so einem Haus, wo ich nicht gut gesehen werden kann. Das ist doch schon deutlich schöner. Eddermeier-Tinktur direkt mal mitnehmen. Ansonsten haben wir hier noch was. Einen Kolben. Was ist das? Soll das Objektträger sein? Ich glaube ja, ne? Kann ich auch aus dem Labor. Objektträger, Deckgläschen und dann sind da halt die Proben drunter. Würde passen, denke ich mal. Und Notizen eines Arztes, ja. Haben wir sonst... das war eine schöne Maske. Hier ist ein Glas. Kolben, Schreibmaschine. Notizen eines Arztes, haben wir hier sonst noch was? Ich meine, die lesen wir natürlich. Da hat er anscheinend Blutfliegen untersucht, der Arzt. Gesundheitselixier brauchen wir nicht. Okay, alles klar. Dann lesen wir doch mal die Notiz des Arztes. Notiz des Arztes. 14. Ich habe es versucht. Als das Eddermeier Schloss habe ich mein Bestes getan, um alle Blutfliegenopfer zu behandeln. Beim Nichts. Ich habe sogar ein Inserat im Kanaka-Anzeiger aufgegeben. Und sie kamen. Manchmal mit so fortgeschrittenen Fällen, dass die Larven bereits durch die Haut brachen. Ich musste sie wegschicken. Zum Schutz der anderen Patienten und meiner selbst. Dieses Geschäft ist mir zu gefährlich geworden. Wie soll ich andere heilen, wenn ich mich nicht selbst beschütze? Ich habe meine Sachen gepackt und eine Fahrt nach Winnedown gebucht. Die Behandlung von Skorbut und Frostbeulen wird nach diesen abscheulichen Fliegen eine wahre Wohltat sein. Ja, das mag durchaus sein, wenn da die ganzen Larven schon aus der Haut rausgucken und Hallo sagen. Das ist bestimmt nicht ganz so schön. So öde. Upsi. Das war vielleicht nicht ganz so geschickt. Nehmen wir mal wieder das hier. Wohl doch nichts, ne? Genau. Verdammt, aber jetzt geht er. Naja, okay. Ach nee, der stellt sich dann die Wand. Gut, alles klar. Müssen wir uns um den nicht mehr so viele Sorgen machen im Moment. Der scheint jetzt nicht groß alarmiert zu sein. Ja. Wunderbar. Würde ich sagen, haben wir es für diese Folge geschafft. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir versuchen, hier irgendwie rüberzukommen.
um dann in den Aufseher Außenposten zu gelangen, um die Leiche für die gute Mindy Blanchard zu besorgen. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das in der nächsten Folge weitergeht, ob wir unentdeckt bleiben können oder ob wir kämpfen müssen. Und ja, hoffe natürlich, dass euch die Folge auch soweit gefallen hat. Lasst es mich doch einfach wissen mit einem Kommentar, Daumen nach oben oder im Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich lade ja jeden Tag eine Dishonored-Folge hoch. Und dann hoffe ich natürlich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch, wünsche noch einen schönen Tag, Abend oder sonst was und sage auf Wiedersehen.